Krasser Typ, dieser Ivo. Kommt einfach so mit einem Elektroauto an. Selbst gebaut, mit seinem Papa. Von ihm hat er auch das mit den Modellfliegern. Sein großes Ding, ein Nurflügler. Fliegt ohne elektronische Hilfe stabil. Das haben nicht einmal die Amis mit ihrem Tarnkappenbomber hingekriegt. Dabei gibt es das Prinzip schon seit über 80 Jahren. Das Konzept ist ja von Gebrüder Horten aus den 30er Jahren aus Deutschland. Die Firma Northrop in den USA hat sich Ende der 40er Jahre damit auseinandergesetzt und haben damit sehr große Probleme bekommen, was jetzt insgesamt auch noch die vorherrschende Meinung ist, dass Nurflügler als sehr kritisch gelten. Kritisch deshalb, weil es offenbar seitdem niemand geschafft hat, dem Nurflügler ein stabiles Flugverhalten anzugewöhnen. Das Prinzip nennt sich Glockenauftriebsverteilung. Sieht man sich den Nurflügler von oben an, ist der Auftrieb in der Mitte am höchsten und nimmt zum Rand hin ab. Sinus hoch 3 sieht aus wie eine Glocke. Und der Teil, wo der Auftrieb gegen 0 geht, sorgt im Flug für die Stabilität. Alles klar. Ivo scheint der Erste zu sein, der das mit modernen Methoden umgesetzt hat. Nicht schlecht für einen Jugendlichen. Immerhin hat es für den Bundessieg bei Jugendforscht gereicht. Dabei hat er ursprünglich gar nicht so weit gedacht. Die ursprüngliche Idee für den Flieger zu bauen war als besondere Lernleistung fürs Abitur. Und erst als das Projekt schon mal laufen war, hat mein Zweitbetreuer mich schon darauf angesprochen, ob ich mich bei Jugendforscht anmelden wollte. Und da musste man mich schon ein bisschen überzeugen, dass dieses Projekt auch bei Jugendforscht irgendwie eine Chance hat, beziehungsweise überhaupt den Reglementarien entspricht. Zu dem Bundessieg bei Jugendforscht kam ein zweiter Platz beim europäischen Äquivalent in Brüssel. Damit darf er sein Projekt sogar im Rahmen der Nobelpreisverleihung in Stockholm vorstellen. Und da darf nicht jeder hin. Nächstes Jahr geht es dann nach L.A. Quasi Jugendforscht auf weltweiter Ebene. Und für alle, die wie ich immer noch nicht ganz verstanden haben, wie das Prinzip funktioniert, erklärt Ivo seinen Flieger jetzt noch einmal selbst. Das Besondere beim Nurflügel ist, dass man vom kompletten Flugzeug, vom konventionellen Flugzeug im Endeffekt nur noch die Tragfläche hat, weil die das einzige Bauteil ist, was Auftrieb erzeugt, während der Rest, böse gesagt, nur Luftwiderstand und Gewicht bedeutet. Und deswegen probiert man eben nur diese eine Tragfläche als Flugzeug zu nutzen. Das Problem ist, dass man das Leitwerk, welches für Stabilität erforderlich ist, nicht mehr hat und damit dann probieren muss, die Funktion vom Leitwerk irgendwie auf die Tragfläche zu übertragen. Und dafür habe ich dann eben diese besondere Geometrie von dem Flugzeug genutzt. Das heißt, der Auftrieb ist im äußeren Tragflächenbereich praktisch nicht mehr vorhanden und man nimmt dadurch ein bisschen die Aufgabe vom Höhenleitwerk, vom normalen Flugzeug. Zusammen mit der Rückfallung bekommt man dann alle drei Achsen eine sehr gute Stabilität. Weil sein Erfolg und seine Termine in Brüssel, Stockholm und L.A. so viel Zeit in Anspruch nehmen, hat er seinen Studienbeginn um ein Jahr verschoben. Für Ivo kein Problem, denn um Praktikumsplätze muss er nicht lange betteln. Später will er mal in die Entwicklung. Was sonst?